Guillaume Rihm, guten Abend. Guten Abend. Guillaume Rihm, ihr seid, wir haben es gehört, Spezialist gegen Cyberkriminalität. Ihr habt hier entsprechend eine Firma schon länger, Idelium GmbH, seit regional wie national beratend tätig. Wir kommen zu dem. Ich will gerade einsteigen. Zuerst, die Schweiz gilt als eines der meistgehacktesten Länder weltweit. Könnt ihr sagen, warum? Ja, wegen dem Geld, wegen der Uhrindustrie, wegen der Mechanikindustrie. Das gibt einfach viel Interesse von anderen Ländern, und um die Attacke zu machen in der Schweiz. Darum sind wir einfach einer der meisten Aktenländer. Es gibt eine Zahl von 2021, wo man in 9 Monaten über 2000 Meldungen auf Hackerangriffe gemeldet, allein in der Schweiz. Das ist natürlich auch nur eine Zahl, es gibt auch noch Dunkelziffern. Genau, also das sind einfach nur die Firmen und Gemeinden, die einfach das offiziell gemeldet, dass sie einfach gehackt wurden. Das gibt es sicher noch mehr. Mhm. Jetzt vielleicht auch zum Verständnis für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie passieren bzw. was für Gruppierungen, was für Arten von Cyber- von Hackerangriffen gibt es? Das gibt die, die eigentlich wollen einfach das Geld und sie einfach die Massivangriffe, wo werden eigentlich KMU, Gemeinde und so Attacken machen mit Ransomware, dass sie kommen einfach das Geld dazu. Also das, es ist Stören, sie machen Störaktionen, Sabotageaktionen. Genau, Sabotageaktionen. Und das gibt einfach die Aktionen, die einfach die Daten wollen. Mhm. Und die wollen einfach die Daten einfach nehmen und die werden einfach alles machen, um reinkommen. Das heisst, wenn man die Daten klauen will, dann ist man spionagemässig unterwegs. Spionagemässig unterwegs, und das ist einfach nur eine Sache von Zeit. Eine Sache von Zeit. Jetzt, wir haben es gehört, ihr seid der Spezialist gegen das. Jetzt, wenn ich jetzt eine Firma hätte, sage, ich habe eine gut gehende Firma, ein modernes System, IT-System, wir haben auch die Firewalls und alles. Ich bin sicher gut geschützt, wenn Leute euch an, damit ihr mich noch besser beratet. Also wir können einfach vor allem einfach Prävention machen. Das heisst, wir kontrollieren einfach die IT-Infrastruktur kontrollieren, Firewall, die ganzen Systeme sind up-to-date, Antivirus. Und dann machen wir auch Ausbildung und einfach auch Attacken, also simulierte Attacken, genau. Dass wir einfach nachher einen Bericht geben und sagen, bei 80 Leuten, die haben vielleicht 50 einfach den Mail geöffnet und etwas als Daten hineingeben, und dann machen wir einfach nachher eine spezifische Ausbildung. Geht ja. Das ist die eine Geschichte, oder? Dass ihr die beraten könnt. Wie viel Sicherheit hat diese Firma am Schluss mit euch? Mit dem besten Berater, auch was für eine Sicherheit hat? Auch mit dem besten Berater, dass einfach ein Angriff hineinkommt. Also wir machen einfach alles, dass die Firma ist einfach geschützt, auch mit Backup, auch mit der ganzen Infrastruktur. Und vor allem, dass die Leute sich einfach involviert in der ganzen Cyberattacke. Also nicht involviert in der Attacke, aber in der Schutz von der Attacke. Und das ist einfach auch eine Sache, die wir schaffen auf lange Zeit. Auf lange Zeit aus. Jetzt gibt es ja die private Betroffenheit. Oder? Also wenn ich persönlich daheim das Mail auftue, auf meinem Laptop, und ich ein Mail anklicke, je nachdem. Längt das schon, wenn ich ein Mail anklicke, oder muss ich ein Attachment anklicken? Auch ein Mail anklicken, das könnte länger. Aber da kommt man ja nicht drum herum, weil oftmals hat man die Mails, man löscht die raus, ja. Und ist irgendetwas, das was sie anbieten, und dann klickt man das gleich irgendwie an, löscht es dann gerade, und dann ist man gleich betroffen. Ja, das kann das heisst, die Daten, die man hat, sind frei zugänglich, je nachdem. Genau. Also dann als Private, was ich einfach empfehle, das ist auch eine Sicherung zu machen, also ein Backup auf einer Cloud oder auf einem Disk oder USB-Stick, einfach separat vom Computer. Regelmäßig. Jetzt hat man aber auf dem PC, man macht das Online-Banking, man hat verschiedene ganz persönliche Daten drauf, man hat Passnummer und so weiter, wo man vielleicht auch Sachen verschickt, Bekannte, Freunde, wo man koordiniert, wenn man zusammen eine Reise macht etc. Es gehen ja Daten raus, die sind nachher nicht mehr geschützt, wenn man einmalig attackiert ist worden. Wenn die Daten sind gestohlen worden, die sind nachher nicht mehr geschützt, nein. Also dann müssen wir einfach wirklich zuerst mal die Backup machen, dann einfach die ganze Passwort auch richtig schützen und nicht überall das gleiche Passwort konfigurieren. Das ist auch eine Empfehlung. Allgemeine Empfehlung, oder? Genau. Jetzt zu euch, ihr habt die Firma Idelium gegründet, seid studierten Informatiker mit vielen Jahren Weiterbildung. Wie wird man denn wirklich nicht zum Spezialist? Es ist einfach wirklich also Ausbildung, es ist auch Interesse auf dem. Und dann Erfahrungen, leider.
müsste einer wie jetzt dir sein. Das ist etwas so ein bisschen humoristisch gesagt. Nicht fast auf der anderen Seite gesehen sie mal, auf der Hackerseite, damit er dann noch besser wird, also quasi als Berater und präventiver Spezialist. Das gibt keine offizielle Ausbildung für das. Aber das gibt es nicht. Aber klar, also die sie auf der anderen Seite waren, die haben einfach mehr Kenntnisse. Die haben noch mehr Kenntnisse, natürlich, die sind einfach auf der anderen Seite gewesen. Es gibt ja Staaten, es gibt Regierungen, es gibt sicher auch in der Schweiz, wo so Leute, die gehackt haben, die man verwutscht hat, die aufgeflogen sind, umgedreht haben und gesagt haben, dass der in die Kiste geht, ins Gefängnis geht, stellen wir nach bei uns. Als Spezialisten? Das gibt es sicher, aber das wird sicher nie offiziell gesagt. Das wird offiziell nicht gesagt, aber es geht, ich gehe davon aus, dass das auch in der Schweiz gibt. Ja. Gehen wir auf das internationale Parkett. Man redet seit Jahren schon von Cyberwar. Wie gefährlich das ist, das wissen wir. Wenn man System, ganze System, Kommunikationssystem lahmlegen, Verwaltungen lahmlegen, wenn man hacken kann, das Pentagon kann hacken, der Kreml kann hacken, wie wir jetzt gerade gelesen haben, wie wir gerade mitbekommen haben von dem Anonymous-Konsortium von Hackern. Meine Frage jetzt an euch, im Krieg jetzt in der Ukraine, wenn jetzt Hacker sich würden mit der westlichen Allianz zusammentun und sagen, wir helfen euch, hat das eine Chance, dass wir die Russen wirklich noch schwerer treffen können als auf dem kriegerischen Paket? Ja, also heutzutage, also die Krieg 4.0, kann man sagen, es ist einfach eine Cyberattacke. Das kann gegen eine Firma sein, das kann gegen einen Staat sein. Das ist einfach eine zusätzliche Waffe heute. Was würdet ihr jetzt machen, wenn ihr verfolgt, ja, so, was passiert in einer Woche? Was würdet ihr jetzt machen, wenn ihr jetzt eine Möglichkeit hättet und ein Mandat hättet mit den Top-Leuten, oder könntet zusammentun, wie könnte man an Putin seine Truppen, wie könnte man den Kreml schwächen in der Ukraine mit genau solchen gezielten Attacken? Schwierig zu sagen. Also klar, also dass die besten Hacker vom Welt, wenn sie alle zusammen und die gehen dediziert auf ein Ziel, um alles kaputt zu machen, das könnte Erforderungen geben. Was können sie denn kaputt machen? Alles? Die haben das ganze Kommunikationssystem, das ganze Banksystem, fast das ganze Internet. Also heutzutage, die Kommunikation die geht über Internet. Also kann man eigentlich alles stoppen. Also ganze Truppenbewegungen, falsche Informationen rausgeben. Also ein völliges Wirrwarr schaffen in diesem Fall. Also falsche Information ist noch schlimmer als keine Information. Mhm. Und das passiert auch schon, oder wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Passiert das von Seite der Ukraine aus, damit dass da einfach der ganze Angriff gestört wird und so weiter? Ja, das wissen wir nicht, ob das jetzt passiert, aber da kann man einfach davon ausgehen. Ihr seid mit eurer Firma jetzt seit längerem tätig. Wo geht das her? Wo fahren wir her? Wo geht die Zukunft her in den nächsten Jahren? Das bewegt viel auf der Cloud-Seite. Aber auch viele Sicherheitsseiten, da müssen wir auch viele bei der KMU vor allem in der Region eigentlich die Leute ein bisschen informieren und betreuen für die ganze Informatik. Weil heute die Informatik ist überall in einer Firma und da muss man einfach die Leute richtig betreuen. Was würdet ihr sagen, wir kommen so ein bisschen gegen Schluss zu schon, was würdet ihr sagen, wie viel Prozent, bleiben wir in der Region vielleicht? Mhm. Kann man ja eigentlich weiterverteilen auf die Schweiz im Verhältnis. Aber wie viele Firmen in der Region sind gut geschützt und wie viele Prozent sind vielleicht weniger gut geschützt? Also ich denke, ca. 30-40% der Firmen sind gut geschützt, nicht mehr. Sind gut geschützt. Ja. Und den Rest müsste Spezialisten haben, die so noch besser machen. Ein bisschen arbeiten. Okay, also, Guillaume, merci vielmals für den Besuch im Studio. Merci für die Ausführungen. Merci. Voilà, das war es vom heutigen Info. Und auch von meiner Seite, bleibt dran, es geht weiter. Und bis zum nächsten Mal.